Heutzutage wäre es den Kurieren des Königs sicher eine Nachricht fürs Volk wert gewesen. Friedrich der Große trägt eine Sehhilfe. Denn der alte Fritz war mit -7 Dioptrien extrem kurzsichtig, konnte also Dinge in der Ferne nicht erkennen. Damals galt es zu schweigen. Hat man Legende gemacht, ja, der König würde also genauestens überprüfend die Ladeprozeduren der Steinschlussmusketen, ob die Kerls auch wirklich alle Tempi sauber ausführen. Oder, dann hat man es noch mehr veralbert, er hätte sogar geprüft, ob seine, muss man sich vorstellen, in der Schlacht, ob seine Grenadiere die Montierungsknöpfe ordentlich geputzt hätten. Ja, alle Quatsch, war ein Gebrechen und ein König durfte oder ein Fürst durfte keine Gebrechen haben. Ja. Hermann Lamprecht spielt nicht den alten Fritz, er ist der alte Fritz. Und wenn er in die Montur steigt, muss es passen. Von Kopf bis Fuß ist alles eigens für ihn angefertigt. Aber mit den Jahren benötigte er selbst eine Lesehilfe während der Auftritte und fand kein passendes Stück. Er hat sich da irgendwie was zusammengebastelt, was er zu seinen Auftritten benutzt, was aber natürlich nicht der Zeit entsprach und hat mich gebeten, einfach mal zu recherchieren, welche Arten von Lesehilfen oder welche Arten von Brillen damals verwendet wurden oder damals üblich waren. 2 Jahre recherchierte Roland Lemle im Internet, bei Stiftungen, in Museen. Aber selbst im Haus Hohenzollern konnte niemand die Frage beantworten, ob der König eine Sehhilfe genutzt hatte und wenn, welche. Und dann bin ich eben auf diese Abbildung im Hohenzollern-Jahrbuch 1914 gestoßen und das ist wirklich die einzige erhaltene Abbildung dieses originalen Glases. Das Glas selber ist leider verschollen, das war im Schloss Morbischuh im Hohenzollern-Museum untergebracht, das aber in den Kriegswirren zerbombt wurde. Teilweise wurden die Sachen ausgelagert, sind dann verschwunden. Zumindest konnte Hermann Lamprecht sein theoretisches Wissen nun nachweisen und erst einmal guten Gewissens seine alte Lesebrille nutzen. Roland Lemle versprach, sich etwas einfallen zu lassen. Dann sind etliche Jahre vergangen, nämlich 9 Jahre. Und vor einigen Wochen bekomme ich einen Anruf und Herr Lemle sagt, Herr Lamprecht, können Sie uns mal besuchen kommen? Ich war der Meinung, wir hatten ja keine Brille bestellt oder irgendwie etwas. Und da komme ich hierher und auf diesem kleinen Paradekissen zeigt er mir also eine Replik, einen wunderbaren Nachbau eines solchen Lorgnons, wie es Friedrich tatsächlich benutzt hat. Das war eine seiner Brillen. Jedes Detail musste stimmen. Vom Permut aus Saigon über Büffelhorn für den Innenring und Messing für Verzierungen und Mechanik bis zur urzeitlichen Diatomeenerde zum Feinpolieren. Ich habe mich da irgendwie so reingebissen. Am Anfang wollte ich, wie gesagt, einfach einen einfachen Nachbau fertigen. Als ich dann das Original gesehen habe, die originale Abbildung gesehen habe, dachte ich dann, nee, so, das kann man dem König ja nicht sowas, so einen Billig-Nachbau quasi überreichen, sondern muss dann schon ein bisschen originalgetreuer sein. Das ist eine Schäferin mit Schafen im Hintergrund auf dem Lande mit einer Palme. Das war damals eben so ein gängiges Motiv. Auf der Rückseite habe ich, da gibt es leider kein Foto drüber oder keine Abbildung, es wird nur beschrieben, ist eine Burg, das ist die alte Hohenzollernburg mit Reitern im Tal. Da habe ich mir eine Vorlage im Prinzip ausgedacht. Ich denke mal, dass es sehr hohen Wert hat, weil es eben so präzise und so künstlerisch-handwerklich hergestellt ist auch. Hunderte von Stunden Arbeit und die hohe Qualität der Materialien machen die Replik zum unverkäuflichen Liebhaberstück. Der alte Fritz weiß, ein künstlerisches Meisterwerk in der Hand zu halten. Die Begeisterung Hermann Lamprechts gilt in gleichem Maße für die menschliche Erfahrung. Er hat es getan und dafür danke ich eben Herrn Lemle, weil er so toll im Bord geblieben ist und mir diese Freude bereitet hat. Altersfreude und Königsfreude. Eine Dauerleihgabe mit antiker Weinberg-Pfirsichtinte besiegelt. Sie wird auf keinem Auftritt des Königs mehr fehlen.